Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Hundeschuhe. Zuerst gehen wir ganz einfach darauf ein, machen die Dinger Sinn, machen sie keinen Sinn, wann brauche ich sie, wann brauche ich sie nicht. Dann war die Frage, was wir auf der Straße machen, wenn wir die Hunde auf den Straßen laufen lassen, beziehungsweise ob das gut ist, ob das schlecht ist, was ich achten muss. Und zu guter Letzt gehen wir dann ganz einfach darauf, was sind Hundeschuhe, also welche Hundeschuhe machen Sinn und welche sollten wir ganz einfach die Finger von lassen. So, machen Hundeschuhe Sinn? Also ich würde sagen, kann man so nicht beantworten, ja und nein. Früher, als wir angefangen haben, waren wir auf einem Gelände, Schwäbische Alb. Der ist sehr kalksteiniger Boden, sehr felsiger Boden teilweise. Wir haben sehr, sehr lange Trainingssession gemacht, so 6-8 Stunden, weil die Hunde damals noch fit waren. Wir hatten super Winter und da sind die Pfoten schon an ihre Grenzen gekommen. Und da habe ich dann angefangen, mit Hundeschuhe rum zu experimentieren. Was ich aber schnell gemerkt habe, ist, dass die Hunde das sich auch, die gönnen sich das auch. Das heißt, dass sie irgendwann mal, wenn man das übertreibt, gar nicht mehr ohne Hundeschuhe laufen. Das heißt, sie verweichlichen, ist mal ganz knallhart gesagt, und können ohne Hundeschuhe gar nicht mehr. Wenn die Hunde ohne Hundeschuhe laufen, hat es nämlich den riesen Vorteil, diese Krallen vorn werden einfach abgewetzt durch das Laufen. Da braucht er keine Krallen mehr schneiden. Ist ein mechanischer, natürlicher Vorgang, nennen wir es mal so. Da müsst ihr dann gar nichts mehr großartig machen. Das habt ihr dann mit Hundeschuhen nicht mehr. Deswegen vorab schon sehr überlegt einsetzen. Nicht übertreiben und nicht zu viel. Es geht dann auch ins Geld. Machen wir dann später gleich nochmal. Aber ab und zu, beziehungsweise an gewissen Stellen, macht es dann schon Sinn, beziehungsweise ab einer gewissen Trainingssession. Wenn ihr aber an den Pfoten gar nichts merkt, also sprich, ihr seht kein Abrieb oder dass sogar blutige Stellen sind, offene Stellen, dann braucht ihr keine Hundeschuhe. Also jetzt hier in dem Gelände, jetzt sind wir auf der Ostalb, haben einen ganz anderen Untergrund, habe ich nie Hundeschuhe gebraucht. Gut, wir trainieren jetzt auch nicht mehr ganz so krass wie früher, wohl die Anfangszeit schon, aber habe ich nie gebraucht. Die Jungs in Alaska, die nehmen teilweise Hundeschuhe auch, um die Pfoten vor Eis zu schützen, weil die wirklich sehr, sehr spitzes Eis da haben. Um das vorzubeugen, haben sie Hundeschuhe auch an. Und was bei Schnee auch noch so blöd ist, gerade bei nassem Schnee, wenn man so die Hundepfote hat, die ist ja innen drin hohl, dass sich da oftmals Schnee anbeppt und der baut sich dann auf und dann kann der Hund nicht mehr richtig laufen. Aber das hatte ich nur bei einem einzigen Hund, beim Conan, der hatte so eine komische Pfoten. Da hatte ich dann Schuhe drüber gezogen, aber nur dafür, dass das Eis oder dass der Schnee nicht unter der Pfote kleben bleibt und sich dann nach und nach aufbaut. Schaut es euch einfach mal an. Besser ist es vielleicht, die Füße da einzuschmieren mit Pfotenfett oder Vaseline, sowas in der Richtung, Euterfett, dass die Pfoten geschmeidig bleiben. Aber auch da, ich glaube, wir Menschen meinen es immer nur zu gut bei der ganzen Sache. Straßenbelag. Ja, es gibt unterschiedlichen Straßenbelag. Macht euch mal den Spaß. Also ich gehe im Sommer immer sehr, sehr gern barfuß. Und dann merkt es ja besser. Es gibt sehr glatten Straßenbelag. Da merkt ihr eigentlich gar nichts. Da läuft die sehr, sehr angenehm. Dann gibt es halt diesen Straßenbelag dann auch. Gerade auf den geteerten Straßen wird das Split drauf gekippt, was sich dann wieder einfährt. Das zwickt schon das ein oder andere Mal. Aber das Gleiche haben wir draußen im Gelände auch. Also da gibt es Unterschiede. Wenn das nicht zu oft ist, und na, nicht zu oft ist Quark, wenn das nicht zu viel wird, also von der Distanz her, was die Hunde auf der Straße laufen müssen, dann macht es den Hunden auch nichts. Ihr müsst einfach darauf achten, dass die Hunde im Trab laufen, weil da ist die Abfederung vom Material, also vom Untergrund, bei Weitem nicht so, wie es dann im Gelände ist. Das heißt, dass die Gelenke geschont werden, aber das hat dann weniger mit den Pfoten was zu tun. Klar, es gibt Hunde, die haben sehr sensible Pfoten, da müssen wir immer mal wieder schauen. Das hatten wir auch gehabt. Aber jetzt wirklich Schlittenhunde, da braucht ihr eigentlich euch im Grunde genommen keine Gedanken machen. So, und jetzt an die Schuhe selber. Was ist sinnvoll für Schuhe? Also wenn ihr jetzt mal Fressnapf und Co. anschaut, ich glaube die Reaktion, ich will jetzt nichts sagen, nicht, dass wir wieder von denen Ärger bekommen, aber
Last sein. Das ist mehr zur Show, mehr zum Gag, aber dem Hund tut es nicht wirklich gut. Und ich glaube auch nicht, dass das... Also, ich habe es mal in meiner Kiste gekramt. Ich habe da sehr viele Booties damals mir geholt auf Vorrat. Warum das Ganze? Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Die Schuhe sind schweineteuer. Die helfen, das sind jetzt wirklich diese Schuhe, welche im Schlittenhundesport eingesetzt werden, made in USA. Ich finde es auch interessant. Ich habe damals mir von dieser Seite so eine Übersicht runtergeladen. Ich blende es mal ein. Dogbooties.com ist die Seite, da findet ihr das, könnt ihr euch runterladen, so eine, glaube PDF, jedenfalls druckt ihr euch aus. Und da könnt ihr euch dann die jeweiligen Größen raussuchen, was euer Hund für Füße hat. Wie bei uns Menschen auch, braucht dann jeder Hund eine andere Größe. Und die wird dann bei den Booties festgelegt in Farben. Also die rote Farbe ist jetzt die L, die grüne Farbe die M. Die zwei hatten wir am meisten gehabt. Und für die Mädels manchmal, klar, pink ist perfekt, ist die Größe S. Das sind jetzt so wie Stoffschüchen, die es dann in verschiedenen Stärken gibt. Das ist jetzt eine 1000er Stärke. Ich komme jetzt bloß nicht mehr aufs Material, steht aber auf der Seite drauf. Das ist so ein Gewebe, wie wir manchmal auf Motorradkleidung haben. Also kein Leder, sondern wirklich sehr dicker Stoff. Dann gibt es noch 500er und 250er und so weiter. Für festen Untergrund, also ohne Schnee, nehmen die 1000er, kommt der Fuß rein. Der Klett kommt hinten hin und dann zieht das ganz einfach zu. Ich mache es mal ganz so, wie es geht. Und da seht ihr, dass ihr vorne diese Falten habt. Die dürfen auf keinen Fall hinten sein. Und auf der Hinterseite, wo praktisch der Fuß dann aufliegt, ist dann alles glatt. Nicht, dass dann, ähnlich wie wenn ihr im Schuh Stein habt, dann läuft der Hund super da drin. Riesennachteil ist, wie schon gesagt, die sind sehr teuer. Mittlerweile habe ich jetzt gesehen, 3 Dollar. Damals kamen sie 2 Euro das Stück mal 4 und damals mal 12er Gespann nochmal. Könnt ihr euch selber ausrechnen, die Teile sind je nach Hund nach einer Trainingssession durch. Also das Geld ist vorbei. Deswegen meine Sache, geht da vorsichtig damit um, weil euer Portemonnaie wird es euch danken, weil es macht unter Umständen teilweise wirklich nur wenig Sinn, sie so im Einsatz zu haben, dass man sie jeden Tag und für immer braucht, weil, wie schon gesagt, der Hund gewöhnt sich auch an die ganze Sache. Ja, wenn ihr sie bestellen wollt, glaube der Uwe Radant, blende ich euch auch mal ein, der müsste noch welche haben. Müsst ihr mal gucken, die Preise sind jetzt schon, vor 10 Jahren habe ich mir die damals geholt, so alt sind die schon. Aber die Preise sind ein bisschen hochgegangen, aber immer noch günstiger wie das, was ihr in anderen Märkten bekommt und vor allen Dingen, mit denen könnt ihr arbeiten. Die anderen Schuhe kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Jetzt noch mal kurz in diese Geschichte rein von den Jungs da im Iditarod-Sport, also in dem Langstreckensport in Alaska bei den Jungs. Die haben dann mehrere Booties an, entweder ein dünnes Bootie und ein dickes Bootie, weil die wirklich viel auf Eis. Teilweise haben sie auch Fleece-Bootie und so ein Bootie drüber. Also die experimentieren dann schon sehr viel rum, dass die Pfoten geschont werden. Aber wir reden jetzt von Kilometern, die laufen so 200-300 Kilometern am Tag mit ihren Hunden und das über mehrere Tage hinweg, damit die praktisch diese Distanz von 1600 Kilometern dann auch überbrücken. Das ist dann klar, dass die Hunde dann dementsprechend geschont werden. Aber bei uns ein paar Kilometern, die wir hier in Deutschland machen, überlegt es euch gut. Wenn noch Fragen sind, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es wieder überhäuft, dann muss ich halt nochmal ein Video machen, aber das mache ich gern für euch. Ansonsten wisst ihr jetzt, wie es mit diesen Hundeschuhen so aussieht. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Ja, wir haben so ein bisschen Trainingswetter gerade. Ich muss gerade ein bisschen Dampf machen, weil da hinten kommt wieder die dunkle Wolke, bevor ich nass wäre. Ja, bis dato wünsche ich euch alles Gute, bis später und ciao.